Hallihallo, hier ist Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee. Bei mir geht es heute um den Waldsauerklee. Der Waldsauerklee gehört zur Familie der Sauerkleegewächse und ist nicht mit den typischen Kleearten wie Weißklee oder Rotklee verwandt. Er wächst überall in Europa, Asien und Nordamerika. Man findet ihn auf sauren Waldböden, an schattig feuchten Stellen, in Laubmischwäldern und Nadelwäldern. Bis in eine Höhe von 2000 Meter kann er wachsen. Es gibt keine Waldpflanze, die tieferen Schatten verträgt, wie der Waldsauerklee. Den Waldsauerklee erkennt man sehr gut an seinen drei herzförmigen Blättern. Er wächst als Staude und wird ca. 5 bis 12 cm groß. Man sieht ihn sehr oft in Herden wachsend. Er blüht von April bis Juni und seine Blüten sind weiß bis blassrosa. Sie sind rot-violett geädert. Die Blüten sind einzeln und hängen bei zu wenig Licht im Dunkel des Waldes oft herunter. Der Waldsauerklee hat Kapselfrüchte und die Früchte sind nussartig. Die Samenausbreitung findet durch Schleudermechanismen statt. Sie sind dann sofort keimfähig. Der Waldsauerklee wirkt blutreinigend, erfrischend, fiebersenkend, harntreibend und entschlackend. Die Blätter wirken appetitanregend und belebend. Sie fördern den Stoffwechsel. Er behebt leichte Leber- und Verdauungsstörungen, hilft gut bei Sodbrennen und ist gut für den Magen. Der frisch gepresste Saft hilft sehr gut, wenn man ihn auf Geschwüre, Hautausschlag und sogar krebsartige Geschwüre drauf tut. Man kann das ganze Jahr über die Blätter ernten. Selbst im Winter findet man sie noch unter dem Schnee. Und natürlich die leckeren Blüten zur Blütezeit. Man muss ein wenig Acht geben, wenn man die Blätter zupft, dass man nicht die ganze Pflanze mit aus dem Boden reißt, denn die Wurzel löst sich sehr leicht. Der Geschmack vom Waldsauerklee ist herrlich erfrischend, sauer und zitronenartig. Die Blätter sind ein ultimativer Durstlöscher. Man kann aus ihnen eine herrlich erfrischende Limonade herstellen, indem man die Blätter zerquetscht und für 2 Stunden ins Wasser legt. Je mehr Blätter man verwendet, desto saurer wird sie. Danach kann man sie entweder abseihen oder am besten man trinkt sie einfach gleich mit. Der Waldsauerklee eignet sich bestens als Zutat für Salate, als würzige Dekoration auf alle möglichen Gerichte und als Ersatz für Zitronensaft. Die Pflanze sollte frisch verwendet werden, denn getrocknet verliert sie ihren typischen Geschmack. Man kann die Blätter allerdings auch als Wintervorrat in Honig einlegen. Der Waldsauerklee enthält sehr viel Vitamin C und Oxalsäure. Aber der Oxalsäurewert ist nicht höher als in Spinat. Das heißt, man sollte ihn nicht täglich und in Massen konsumieren. Es ist gut dabei, auf seinen eigenen Körper zu hören, weil der signalisiert einen ganz genau, wann er genug hat von einer Pflanze. Plötzlich verändert sich der Geschmack im Mund, plötzlich wird es bitter und nicht mehr so lecker oder es prickelt auf der Zunge. Dann sollte man aufhören, die Pflanze weiter zu essen. Allein die Dosis macht es aus, hat schon Paracelsus gesagt. Der Waldsauerklee ist eine Schattenpflanze. Er erreicht seine volle Photosyntheseleistung schon bei 10% des Tageslichts. Selbst bei 1% des Tageslichts kann er noch überdauern. Bei starker Sonneneinstrahlung verändert er die Stellung seiner Blätter, indem er die Fiederblätter nach unten klappen lässt. So schützt er sich vor Wasserverlust infolge von Transpiration, indem sich die Spaltöffnungen der Blattunterseiten aneinanderlegen. Das gleiche Phänomen kann man auch beobachten bei kühleren Temperaturen, bei starken Erschütterungen und bei Dunkelheit. Und es funktioniert über Gelenke, die sich am Übergang der Blätter zu dem Stiel befinden und auf veränderten Zelldruck reagieren. Das Zusammenklappen dauert etwa 1 bis 3 Minuten und das Wiederaufrichten der Blätter dauert ungefähr 15 bis 60 Minuten. Die nordamerikanischen Indianer gaben übrigens die Wurzeln des Waldsauerklees ihren Ponys zu essen, damit diese schneller laufen können. Und das Gleiche soll angeblich auch beim Trekking funktionieren. Okay, das war's, was ich euch über den Waldsauerklee erzählen wollte. Ich wünsche euch noch viel Freude auf eurem Weg. Tschüssi! Und bis jetzt, sagt dir Anja Feuerblume, die Wildkräuterfee,